Bozen. Über 6.000 Menschen, davon rund 4.000 Schützen aus ganz Tirol, beteiligten sich am 14. April 2012 beim Freiheitsmarsch in Bozen. Die Großkundgebung stand unter dem Motto »Ohne Rom in die Zukunft« und hat so manche Erwartung übertroffen. Durch die Übergabe eines Manifestes an den Regierungskommissär sollte der Abschied Südtirols von Italien bekannt gegeben werden. Dieser war allerdings nicht bereit, die Schützen zu empfangen. Angeführt wurde der perfekt organisierte Freiheitsmarsch von den Spitzenvertretern der drei Tiroler Schützenbünde. Tausende Schützen und Zivilpersonen, jung und alt, marschierten gemeinsam für ein freies Südtirol. Vorbei am faschistischen Siegesdenkmal, welches gerade mit Steuergeldern renoviert wurde, ging es mit Trommelwirbel weiter durch die historische Bozner Altstadt. Die Spruchbänder brachten klar zum Ausdruck, worum es den Teilnehmern des Freiheitsmarsches ging. Ziel der Teilnehmer war der Landhausplatz, wo die Südtiroler Politiker aufgefordert wurden, unverzüglich alles Notwendige in die Wege zu leiten, um die Loslösung Südtirols von Italien zu erlangen. Dieser Freiheitsmarsch mit mehreren tausend Menschen ist ein Signal am Anfang des 21. Jahrhunderts. Er ist aber auch ein Auftrag für einen neuen politischen Abschnitt. Gewählte Volksvertreter, nehmt ihn auf, diesen Zeitgeist. Geschichte schreiben jene, die aufstehen und zukunftsweisende Entscheidungen treffen. Jene, die sitzen bleiben, die wird man vergessen. Major Rudolf Lanz. Eine Unabhängigkeit von Italien bedeutet, dass wir unsere eigene kulturelle Entwicklung besser dem hohen Standard in Österreich und in anderen europäischen Ländern angleichen könnten. Major Peter Kaserer. Mit einem Staat, in dem der Sozialbetrug, also das Schwindeln bei Invalidenrenten an der Tagesordnung ist und wo Renten auch noch nach Jahren des Ablehnens des Empfängers ausbezahlt werden, kann man keine gerechte Sozialpolitik machen. Major Andreas Leiter-Reber. Seit der WIFO der Handelskammer Bozen im Oktober 2009 eine Studie über die finanzielle Situation des Landes Südtirol erstellte, aus der eindeutig hervorgeht, dass Südtirol innerhalb Italien nicht Nettoempfänger, sondern Nettozahler ist, sind diese Stimmen leiser geworden. So die Kernaussage von Leiter-Reber. Es folgte die Rede von Major Siegfried Barbieri. Dieser prangerte die faschistischen Relikte in Südtirol an. Nürnberger, Kasslacher und ein Großteil des Landtages waren für die Entfernung des Mussolini-Reliefs. Und Rom sagte nein. So Barbieri. Der Bildungsreferent des Südtiroler Schützenbundes, Major Günther Morath, sprach zum Thema Demokratie. Er überraschte damit, dass er einen Teil seiner Ansprache auch in italienischer und englischer Sprache hielt. And this republic means to be democratic? No, that's not democracy. Tirol must be free, Tirol muss frei sein, il Tirolo deve essere libero, Tirol muss essere libero. Als dann richtete der Vertreter der Ladiner des Südtiroler Schützenbundes, Major Lois Taibon, seine Worte auf Ladinisch an die Teilnehmer. Ladinisch ist die älteste Sprache Tirols, die heute noch in einigen wenigen Tälern gesprochen wird. Heimo Lahner aus dem Pustertal klärte anschließend die Anwesenden über das Selbstbestimmungsrecht auf. So zum Beispiel die Satzungen der Vereinten Nationen und der 1966 beschlossenen Menschenrechtspakte, in der es wörtlich heißt, dass alle Völker das Recht auf Selbstbestimmung haben. Kraft dieses Rechtes bestimmen sie frei über ihren politischen Status. So Lana. Major Jürgen Wehrt, Bezirksmajor im Südtiroler Unterland, zeigte einige Unabhängigkeitsbeispiele innerhalb Europas der letzten Jahre auf. Es geht uns um die Gerechtigkeit, die historische Wahrheit, die Unabhängigkeit und die Freiheit. Zusätzlich gibt es in Belgien Bestrebungen für eine Flemingsche Unabhängigkeit.
In Spanien fordern die Basken und die Katalanen die Loslösung von Spanien. Und die schottische Regierung beabsichtigt im Herbst 2014 ein Referendum über die Unabhängigkeit abzuhalten. So Wert. Einer der Höhepunkte war die Verlesung des Unabhängigkeitsmanifestes durch Major Efrem Oberlechner. Südtirol hat den Verbleib bei Italien nie angestrebt. Die Autonomie ist eine Zwischenlösung. Das Selbstbestimmungsrecht aber ist und bleibt ein Grundrecht eines jeden Volkes. Und deshalb fordern wir die Unabhängigkeit und Freiheit und den Südtiroler Landtag dazu auf, alles Notwendige in die Wege zu leiten. Mit tosendem Applaus wurde das Manifest angenommen. Der Landeskommandant des Südtiroler Schützenbundes, Major Elmar Thaler, erinnerte die Anwesenden in seiner prägnanten Freiheitsrede daran, wie oft sich die Tiroler in den vergangenen Jahrhunderten das Recht herausgenommen haben, auf die ihnen zustehenden Freiheitsrechte zu pochen und die eigene Zukunft selbst zu gestalten. Und in dieser Tradition stehend sei man heute zusammengekommen, um nach Jahrzehnten der Abhängigkeit von einem fremden Staat Frieden und im Geiste europäischer Einigkeit die nächsten Schritte für eine erfolgreiche und sichere Zukunft unseres Landes einzufordern. So Thaler. Er wünsche sich von den Politikern, dass sie für die Heimat endlich auch einmal einen mutigen Schritt setzen würden. Sie mögen beginnen, ihre salbungsvollen Worte der Vergangenheit nun endlich in Taten zu fassen und aus den Ereignissen der letzten Wochen, Monate und Jahre ihre Schlüsse zu ziehen. Es gäbe eigentlich nichts mehr, was uns bei Italien halte. Weder kulturell noch wirtschaftlich und schon gar nicht autonomiepolitisch habe man von diesem Staat etwas zu erwarten. Der Landeskommandant beendete seine Freiheitsrede mit einem klaren Appell an die Landespolitik. Als heimatliebende Menschen sagen wir nochmals laut und deutlich, wir wollen die Freiheit für unsere Heimat. Es kann gesagt werden, dass der Freiheitsmarsch mit der anschließenden Unabhängigkeitskundgebung ein voller Erfolg war. Es bleibt nur zu hoffen, dass von Seiten der Politik hinsichtlich der Loslösung Südtirols vom italienischen Staat endlich Taten folgen.